Hallo Leute und herzlich willkommen bei den Scooterhelden in Berlin-Friedenau. Ja, ich komme jetzt nicht gerade aus dem Keller, sondern eigentlich direkt von der Post. Und stellt euch vor, die DHL hat uns was gebracht, beziehungsweise ich habe es geholt. Und zwar die Dekorfolien für euer Ninebot One. Neuerdings könnt ihr euer Ninebot One ja so ein bisschen pimpen, das heißt individualisieren und mit einer coolen Folie ausstatten. Und wir wollen euch heute mal zeigen, wie einfach es ist, diese Folie auf euer Ninebot One aufzubringen, wie lange das Ganze dauert. Und wir hoffen natürlich auf das Ergebnis am Ende. Und dafür haben wir das hier. Das schneide ich jetzt auf und dann gucken wir uns die Folie einfach mal gemeinsam an. So, dann kommt doch mal ran hier. Das ist witzig verklebt hier, ne? Ihr müsst natürlich vorsichtig sein. So, damit man hier nichts kaputt macht, ne? So, wunderbar. Auf jeden Fall ist es schon mal gut eingepackt. Alles klar, coole Nummer. So, ich lege das mal beiseite, Freunde. Dann schauen wir doch mal gemeinsam rein, wie wir unser Ninebot One jetzt mal aufpimpen tun. So, dieses Set, diese Foliensets, zeig's euch mal, sehen wie folgt aus. Das Ganze befindet sich hier auf einer sogenannten Transferfolie. Schaut mal. Und das, was wir jetzt hier haben, ist tatsächlich Captain America, Freunde. Yes, so sieht's aus. Wir haben also jetzt hier diese beiden Transferfolien. Das sind die Außenringe, was ich sehr gut finde. Die sind zweigeteilt. Die Folie an sich ist relativ dick, was auch gut ist. Damit schützt ihr euer Ninebot One nämlich gegen Kratzer. Dann haben wir hier die Innenseite. Hier haben wir das Ganze fürs Polster. Und hier haben wir die Abdeckung für eure Pedale. Genau, das ist schon so richtig in dem Fall. So, ich habe unser Ninebot One jetzt schon mal so ein Stück weit vorbereitet. Das heißt, wir bringen unsere Kamera jetzt mal gleich in eine feste Position. Ich habe das Ninebot One auch vorbereitet, in dem Sinne, dass ich schon mal alles abmontiert habe, was stören könnte, LED-Ring, Außenring, weil es ist ganz klar, dass es einfacher ist, die Folie auf dem Außenring, wenn der halt eben abgebaut ist, zu montieren. Dann habt ihr einfach viel mehr Möglichkeiten. Dann habe ich schon mal die Pedale abgemacht und habe alles nochmal schön sauber gemacht. Entweder mit einem Fettlöser oder hier nochmal mit einem Glasreiniger rübergehen. Rechts, links Akku abstöpseln und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und genau das machen wir jetzt. Wir bringen die Kamera jetzt in eine gute Position und dann montieren wir mal die Folie und schauen, wie das Ergebnis aussieht. So Leute, eine knappe Dreiviertelstunde später ist es geschafft. Sicherlich müsst ihr die Vorarbeit da ein bisschen mit einrechnen, dass ihr quasi die Einzelteile abmontiert, aber in einer Stunde ist sowas gut und gern erledigt. Was ich sehr, sehr cool finde an den Folien, sie sind sehr dick, sie lassen sich ja, blasenfrei auftragen. Man muss natürlich einen Rakel zur Hand haben. Einen Föhn braucht ihr nicht. Es kann also auch jeder Laie machen. Auch für mich war es jetzt das erste Mal. Und dadurch, dass die Folien halt eben hier auch geteilt sind, sprich hier in der Mitte und hier auch außen, habt ihr einfach nicht dieses Problem mit irgendwelchen Kanten und irgendwelchen Blasen oder ähnliches. Die Ränder, die bleiben im Endeffekt hier oben weiß, weil gerade wenn ihr die Folie um so eine Kante umschlagt, habt ihr nämlich das Problem, dass sie halt eben dann die ersten Blasen wirft, ja. Da ich selber ein großer Avengers-Fan bin, würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Ja, es ist schweinekalt, aber das ist mir scheißegal. Ich will jetzt den Captain America machen. Das machen wir jetzt auch. So. Gucken wir mal. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, im Tageslicht sieht das noch viel, viel geiler aus. So. Supergeil. Ich fahre mal eine kleine Runde.
Sehr schön. Also, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist in engen Kurven, denn ihr habt natürlich auch hier auf der Außenseite so eine etwas dickere Folie drauf. Und wenn ihr mal eine enge Kurve nimmt, dann ist natürlich das Erste, was hier Kratzer erzeugt, natürlich genau diese Außenkante. Aber ansonsten sieht es schweinegeil aus. Wir haben hier extrem viele Dekorfolien für euch. Also ich werde sicherlich noch das ein oder andere Linebot ein bisschen pimpen und jetzt seid ihr dran. Kauft euch die Folie bei uns, aktuell liegt sie bei 79 Euro bei uns im Onlineshop oder kommt hier einfach vorbei in die Warziner Straße 5 bei den Scooterhelden Berlin. Ja, und bis dahin, wie gesagt, bis ihr eure Folie habt, wünschen wir euch alles Gute und jetzt drehe ich noch eine Runde und ihr bestellt in unserem Onlineshop gefälligst.